Hossa, ihr seht mich zwar nicht, ich sehe aber euch. Folgendes, Sekunde. So, jetzt seht ihr mich immer noch nicht, aber Moment. Jetzt seht ihr mich zu gut und ich sehe nichts mehr. Jetzt seht ihr mich. Hallo. Also folgendes. Ich habe wieder was geschenkt bekommen und da das diesmal was total Tolles wieder wohlgemerkt, was total Tolles ist, hatte ich das dringende Bedürfnis, ein sofortiges Danke-Video zu drehen. Ja, und sofort meint, ist dunkel. Ne? Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe neues Spielzeug. Ihr seht das. Das ist der Polaris Optifuel von Optimus. Und da war mein großer Gönner der Meinung, ich brauche einen eierlegende Wollmilchsaukocher. So, und tatsächlich ist das so wahrscheinlich einer der besten, sage ich jetzt mal, wenn es nicht sogar der beste ist, da kann man sich jetzt natürlich kloppen, aber sicherlich einer der besten eierlegende Wollmilchsaukocher, die es auf dem Markt so gibt. Absolut tolles Ding. Wirklich absolut tolles Ding. Ich habe versucht, Nachteile zu finden. Ich habe auch ein paar entdeckt. Ich musste dafür erst das Internet durchwühlen und mir Reviews von Leuten durchlesen, die mit dem Ding nicht ganz zufrieden gewesen sind. Und habe mal geguckt, könnten die recht haben? Könnte das ein Nachteil sein? Und tatsächlich habe ich ein paar Nachteile gefunden. Ich will mal kurz erstmal erwähnen, was kann der? Der kann auf kleiner Flamme mit jedem erdenklichen Brennstoff, mit Ausnahme von Alkohol, entsprechend arbeiten. Und das mit der kleinen Flamme ist wichtig, weil ich hatte ja schon in meinem langen Kochervideo erklärt, dass man so viel Power haben sollte, dass sie vom Topf auch noch aufgenommen werden kann, um optimal zu kochen. Arbeiten wir jetzt gerade im Bereich der Benzinkocher, dann haben wir oft so viel Power, dass viel Power verloren geht, also quasi am Topf vorbei, weil wir einfach zu viel Power haben und sie gar nicht effizient nutzen können. Klar kocht unser Wasser dann in 3 Minuten, unser Liter wohlgemerkt, einen halben Liter kocht vielleicht in einer ganzen Minute oder in einer Minute und ein paar Sekunden oder solche Späße. Das ist ja alles schön und gut, aber dafür haben wir dann doch einen vergleichsweise hohen Brennstoffverbrauch, um eben diese enorme Leistung zu erzeugen, die halt jenseits von Gut und Böse ist. Das bringt es also nicht. Das ist nicht so wirklich effizient. Und was bisher das Problem bei meinem alten Benzinkocher war, also das ist die Pumpe dazu, das ist der Kocher. Der funktioniert absolut reibungslos und das ist ein guter Benzinkocher und ich habe den ja auch schon mindestens 11 Jahre und war da eigentlich immer ganz zufrieden mit, beziehungsweise wollte mir nicht eingestehen, dass es inzwischen Besseres gibt und habe auch nicht die Notwendigkeit gesehen, mir Besseres zu kaufen. Deswegen dieses Ding hier, hervorragendes Geschenk, vielen, vielen herzlichen Dank. Und es grenzt zwar an Gotteslästerung, dass ich jetzt sage, der da ist erheblich schlechter als der da, aber leider ist das so. Ich hab ihn gern, ne? Ich habe ihn auch immer noch gern. Aber ja, manchmal kommt eben die Zeit im Leben eines Mannes, da muss er sich eine neue Liebe suchen. Oh Gott, wenn das die Freundin sieht, kriege ich Ärger. Nein, sie ist ja noch vergleichsweise neu. Ist ja noch alles frisch. Oh, jetzt kriege ich wirklich Ärger. Gut. Folgendes. Das Teil, also wirklich, ich bin da super zufrieden mit gewesen. Aber halt, Moment, muss nochmal auspacken. Was auf den ersten Blick, wenn man den Kocher jetzt einfach nur mal vor sich stehen hat, gleich schon mal auffällt, Vorteil, wenn man so möchte, ist hier die relativ breite Flammenkranz. Ne? Das kann man bauartbedingt sehen, wie breit der Flammenkranz ist. Deswegen muss ich das Teil nicht anwerfen. Nachteil: So eine Tasse kann ich da schon gar nicht draufstellen, weil selbst wenn ich die Füße ausklappen würde, hat diese Tasse genau das Format vom Flammkranz. Die kann ich da nicht draufstellen, die passt nicht auf die Halterung. Außerdem die Halterung glatt. Ne? Das ist halt ein altes Modell, die modernen sehen auch anders aus. Aber nicht, dass ich MSR-Kocher jetzt generell schlecht machen will, ne? Aber altes Modell halt. Das kann schon manchmal ein bisschen störend sein. Man kann da im Prinzip nur mit großem Gerät drauf kochen, nur mit größeren Töpfchen, einfach mal nur die Tasse draufstellen, geht überhaupt nicht. Wenn man sich mal kurz ein Süppchen heiß machen möchte oder irgendwie sowas.
die Tasse draufstellen ist auch meistens nicht sehr effizient, weil sie einen vergleichsweise geringen Boden zum Volumen hat. Was mit viel Boden zum Volumen ist, leichter zu erhitzen, effizienter zu erhitzen. Aber mal eben kurz die Tasse draufstellen, sollte doch zumindest möglich sein. Das geht hier halt eben nicht. Das war so eine Sache, die mich da gestört hat. Des Weiteren, das ist jetzt ein Kocher, der hat nicht die schlechteste Regulierung, der hat aber auch bei Weitem keine gute. Dass es Benzinkocher mit guter Regulierbarkeit inzwischen gibt, habe ich zwar irgendwo gehört, die Regulierbarkeit bei so einem Omnifuel-Kocher ist aber immer noch, bisher zumindest, nach dem, was ich alles ausprobiert habe, und ich hatte einige ausprobiert, nicht nur den da, war die Regulierbarkeit immer noch nicht toll. Also die kleinste Flamme war immer noch relativ hoch. Es ist hier nicht sofort was drin angebrannt, aber wenn du zum Beispiel Milchreis machen wolltest, kannst du vergessen. Dann kannst du nicht mal, da musst du wirklich die Milch heiß machen, aufpassen, dass sie die Milch nicht anbrennt, dann die Milch wegstellen, den Milchreis rein, und wenn du dann den Fehler machst, den Milchreis nochmal für eine Sekunde auf den Kocher zu stellen, bei der kleinsten Stufe, die der gehabt hat, dann ist dir der Milchreis sofort angebrannt. Das gleiche gilt für Porridge oder irgendwas anderes in dieser Richtung. Irgendwas, was halt anbrennen sensibel ist. Jetzt muss ich zugeben, Porridge habe ich noch nie ausprobiert, Milchreis auch nicht, aber ich habe einfach andere Sachen mal gekocht und habe einfach wirklich versucht, auf kleinster Flamme zu arbeiten, und zwar im Benzinbetrieb, nicht bei Gas. Bei Gas ist das, dass Gas gut regulierbar ist, auch in einem Multifuel-Kocher, der Gas und Benzin und Diesel und Petroleum und Kerosin und alle anderen erdölbasierten Brennstoffe, die man sich irgendwie vorstellen kann, zur Not auch noch irgendwie verheizen kann, dass da Gas trotzdem noch recht gut regulierbar ist, das überrascht mich irgendwo nicht. Das hatte ich fast schon erwartet, weil ich es gewöhnt bin, dass Gas gut regulierbar ist. Dass aber auch das Benzin unglaublich auf feinster kleiner Flamme arbeiten kann, wo du wirklich dein Kocherchen draufstellst und dann ein bisschen was anderes, also dein Töpfchen draufstellst, selbst wenn es ein Titantopf ist, der ja zum Anbrennen neigt, der Inhalt da drin. Und da kannst du noch irgendwie am Stativ rumspielen, Kamera bedienen und so weiter und so fort. Habe ich alles ausprobiert und nichts ist, brennt nichts an. Dann habe ich kurz gerochen, oh, riecht angebrannt. Und sobald ich rieche, riecht angebrannt beim alten Benzinkocher, dann war es immer schon zu spät. Dann hast du dein Essen quasi entweder runterwürgen müssen oder wegschmeißen können, weil da war es dann schon zu spät. Wenn du sofort zum Kocher gehechtet bist und sofort runtergenommen hast, schon zu spät. Aber hier, oh, riecht so ganz leicht angebrannt. Ich habe dann eben überhaupt nichts davon gemerkt, geschmacklich. Also ich weiß nicht, was da angebrannt gerochen hat. Mein Essen war es im Grunde nicht. Vielleicht hat unten, ging irgendeine Kleinigkeit daneben, das könnte sein. Oder es hing nur irgendwas am Rand, irgendwie sowas. Das könnte angebrannt gerochen haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls die Regulierbarkeit. Und damit einhergehend sollte auch eigentlich der Brennstoffverbrauch von dem Ding bei optimaler Einstellung, ne? Also sprich bei geringer Flamme, nicht bei volle Pulle und so weiter und so fort, mit dem man braucht, um einen Liter Wasser heiß zu machen, deutlich geringer sein als eben bei meinem alten MSR. Und das in Kombination mit der Tatsache, dass man auch eine Gaskartusche, wie wir hier sehen können, entsprechend auch anschließen kann, das macht die natürlich wirklich zur eierlegenden Wollmilchsau. Man kann jede Art von Gefäß draufstellen, man kann jede Art von Brennstoff verwenden, mit Ausnahme von Spiritus. Und wenn ich unbedingt jetzt noch sagen will, ich will aber auch unbedingt noch eine Möglichkeit haben, Spiritus zu verheizen auf Tour, ja, dann nehme ich in Gottes Namen irgend so einen Torx-Siphon-Dingerich-Brenner mit, der wiegt 20 Gramm. Und dann hat sich das Ganze erledigt. Außerdem noch so eine Kleinigkeit, die ich an diesem Teil wirklich enorm zu schätzen gelernt habe, was mit dem anderen auch in meinem Ansatz funktioniert, ist, wenn man die Füßchen hier zusammenlegt, Pasta in Trangia. Man muss zwar die Brennstoffleitung einmal kurz abschrauben, das ist aber kein Problem, dann kann man ihn in den Trangia einsetzen, dann muss man, während er im Trangia drin sitzt, die Brennstoffleitung wieder dran schrauben. Das ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Und man kann ihn dann mit Brennstoffleitung im Trangia drin lassen und auch so verpacken. Okay, mehr oder weniger so verpacken. Also man muss schon ein bisschen rumtricksen, es geht aber. Wenn man also sagt, ist mir egal, ob das ein Weilchen dauert, bis ich das so veranstaltet habe, dann kann man den Kocher tatsächlich auch im Trangia einsetzen. Was auch noch so ein Detail ist, was ich einfach spaßig finde, der komplette Kocher hat nicht ein einziges Teil aus Plastik. Der besteht nur aus Metall. Und ein bisschen, okay, gut, ein bisschen Kunststoff ist für die Benzinleitung in der Pumpe entsprechend drin. Die Pumpe hier oben besteht auch nur und ausschließlich aus Metall. Da ist kein einziges Plastikteil dran, bis auf die besagten Schlauch hier, dieses Ding da oben.
das ist das einzige Plastikteil, das ich am ganzen Kocher gefunden habe. Und ich glaube, da geht es einfach nicht anders. Woraus würdest du denn sonst machen? Aus flexiblem Metall? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also ein 100% Metallkocher. Dauerhafter geht es wohl kaum. Ne? Also ich habe keine negativen Erfahrungen mit der MSR-Plastikpumpe gemacht. Die MSR-Plastikpumpe wird in vielen Foren hin und wieder mal ein bisschen kritisiert. Man findet die eine oder andere Kundenrezession, die an der MSR-Plastikpumpe rumnörgelt. Der Kocher gut, Pumpe scheiße und so weiter, irgendwie sowas. Früher hatten sie auch eine aus Metall. Das ist die neueste Pumpengeneration. Die ist inzwischen auch schon nicht mehr so neu. Aber den MSR-Kocher gibt es schon ewig lange. Ne? Und bevor es diese Pumpen gab, gab es auch eine, die hatte einen deutlich höheren Metallanteil. Und an der ist tatsächlich alles Plastik, bis auf das hier. Und das Metall um diesen Gumminupsel hier von der Einstellschraube. Ne? Und eben aufgrund dessen, dass diese Einstellschraube erstens recht schwergängig ist und ich weiß nicht, woran es liegt, aber damit jedenfalls den Kocher regulieren, gibt eine relativ grobe Regulierung eben im Vergleich zu der Tatsache, dass man hier zwar auch eine Regulierung hat, die aber nur dafür da ist, um aufzuschrauben. Mehr tut die nicht. Die machst du auf und dann fasst du sie nicht mehr an, bis du sie wieder zumachst. Und regulieren tust du am Kocher selber mit diesem Rädchen hier. Und das lässt halt wirklich die feinstmöglichste Regulierung zu. Das macht richtig Spaß, mit dem Teil zu arbeiten. Vorheizen im Benzinmodus, super einfach. Wirklich pipi einfach. Das war mit meinem alten MSR auch deutlich schwieriger. Ich habe bisher dreimal mit dem Ding mit Benzin gekocht. Ich habe nicht eine Stichflamme produziert. Und das liegt nicht daran, weil ich so vorsichtig bin. Sondern weil es mit dem Teil halt deutlich schwieriger ist, Stichflammen zu produzieren als mit dem Teil. Wenn ich den mal eine Weile nicht benutze und dann hole ich ihn mal wieder raus und dann will ich ihn mal wieder benutzen, dann fackel ich meistens irgendwie mir den halben Kopf ab. Ja, nicht wirklich, aber irgendeine kleine Stichflamme gibt es dann fast immer. Also die Bedienbarkeit im Benzinmodus ist schon wirklich schön. Außerdem hat der irgend so einen tollen Preis bekommen für innovative Outdoor-Produkte, weil er nur eine einzige Düse hat. Die Konkurrenzbrenner bisher, jetzt inzwischen gibt es von Primus auch einen, der ebenfalls nur mit einer Düse arbeitet, aber also als der rauskam, hatten die Konkurrenzbrenner nur die Möglichkeit, die Brennstoffe zu wechseln, die man da drin verbrennen kann, indem man auch die verwendete Düse wechselt. Das heißt, man musste noch extra Düsen mitführen. Ist an sich nicht weiter schlimm, wenn du dann halt da mal ein bisschen rumschrauben musst, um die Düse auszutauschen. Gut, hast ja Zeit draußen. Ne? Im tiefsten Winter hast du vielleicht keinen Bock, weil du kalte Hände hast. Das wäre jetzt so das einzige Argument, weshalb das mit dem Düsenwechsel wirklich schlimm ist, aber gut, wir haben es jedenfalls geschafft, ein so universelles Köcherchen rauszubringen, dass das nicht mehr notwendig ist und alles mit einer Düse läuft. Das bedeutet aber auch, und das merke ich zugegebenerweise so ein ganz kleines bisschen zu Vergleichskochern, dass die alles mit einer Düse Lösung dazu führt, dass die einzelnen Brennstoffe, also Benzin, merke ich überhaupt keinen Unterschied. Das scheint perfekt zu sein. Also die scheint auf Benzin optimiert zu sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch keinen Diesel eingekippt und so weiter und so fort. Aber es scheint aber auch gut zu funktionieren, nach dem, was man im Internet so sieht. Aber was Gas angeht, merkt man, das ist mehr so eine Notlösung. Also es funktioniert auch gut, aber verglichen mit einem reinen Gaskocher, der nichts anderes kann als Gas, ist die Bedienung ein bisschen schwierig. Ich denke, so einen Kocher schleppe ich auch nicht mit, wenn ich mit Gas kochen will, wenn ich von vornherein mit Gas kochen will. Dass ich zusätzlich die Möglichkeit habe, auch Gas zu verwenden, sollte es aus irgendwelchen Gründen nichts anderes geben, finde ich wirklich großartig. Aber ich würde den nicht mitschleppen, um ihn im Gasbetrieb ausschließlich zu benutzen. Ne? Höchstens als Notlösung. Und daher, dass der Gasbetrieb dann ein bisschen fummelig ist, das stört mich nicht die Bohne. Mich persönlich. Wer den Kocher kauft, um ihn primär im Gasbetrieb zu benutzen, der macht sowieso irgendwas falsch, wie ich finde. Weil für Gaskocher, reine Gaskocher, gibt es dann wirklich noch erheblich leichtere Alternativen. Und da verstehe ich nicht, weshalb man dann so einen benutzen muss. Mit Ausnahme mit der Tatsache, dass er auch wintergastauglich ist. Weil man kann natürlich stinknormal ihn oben auf die Kartusche schrauben, ne, und benutzen wie jeden anderen Gaskocher auch. Man kann aber auch
die Kartusche wunderbar umdrehen. Die hat ja sogar so einen Standfuß. Und dann kann man ihn auch wunderbar im Winter eben mit Flüssiggas betreiben, was er vorheizt, weil er das halt irgendwie kann. Wie er das genau macht, habe ich keine Ahnung. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Man muss warten, bis der gesamte Kocher schön heiß geworden ist. Er sollte 30 Sekunden gebrannt haben, bevor man das da umdreht. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt auch im Winter seinen Gaskocher zum Laufen und kriegt den problemlos bei wirklich auch sehr niedrigen Temperaturen noch benutzt. Und zweitens, man hat mehr Power. Und drittens, man kriegt eine fast leere Kartusche in diesem Modus dann auch irgendwann leer. Oder so gut wie leer zumindest. Wie leer? 99% leer, 99,9% leer, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal noch ausprobieren. Gut, aber jetzt habe ich gesagt, Gas funktioniert nicht ganz so gut. Zu Benzin muss ich euch nachher ein paar Bilder einblenden. Das habe ich draußen getestet und was ich euch jetzt erstmal noch mal kurz zeigen will, es gibt eben viele Leute, die rumnörgeln, das Teil lässt sich nicht anzünden im Gasmodus. Gut, ist angeschlossen. Wichtig, was man wissen muss, wenn man die Gaskartusche anschließt und hatte dir das Ding hier schon aufgedreht, also das Regelventil schon aufgedreht, dann strömt sofort Gas aus, weil der Anschluss an der Gaskartusche hat nicht nochmal ein Zusatzventil. Die Benzinpumpe oder Flüssigbrennstoffpumpe, nenne ich sie jetzt einfach mal, die hat hier oben ja noch ein Zusatzventil. Ne? Also das muss man wissen. Das brauche ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal und verliere wahrscheinlich noch ein paar Gramm Gas, bis ich das wirklich verinnerlicht habe, dass ich mir merke, erst zudrehen, dann Gaskartusche anschrauben. Jedenfalls, wenn wir jetzt hier ein bisschen, wie wir es gewöhnt sind, wie haben wir gelernt, wie man einen Gaskartusche-Brenner anzündet? Man schraubt, macht ja ein ganz kleines bisschen auf und zündet ihn dann an, damit es eben nicht eine große Stichflamme gibt. So habe ich das zumindest damals gelernt im Physikunterricht bei unserem pyromanen Physiklehrer. Herzlichen Dank übrigens, war toller Physikunterricht. Weil wir so viel angezündet haben. gut, jedenfalls, wenn ich jetzt das Ding ein ganz kleines bisschen aufdrehe und dann versuche, selbst mit so einem Jetflame-Brennerchen das Ding anzuzünden, dann verbrenne ich zwar das Gas, das austritt, aber der Kocher ist noch nicht an. Seht ihr? Und da haben viele Leute eben, die das reviewed haben, ein großes Problem mit. Ne? Den kriegst du so nicht angezündet. Das geht tatsächlich nicht. Es geht schon gar nicht, wenn du gar kein Jetflame-Feuerzeug dabei hast, was teilweise schwierig ist, weil die angeblich nicht ins Flugzeug dürfen. Also zumindest so ein Ding darf man, glaube ich, kaum mitnehmen. Wenn du ein stinknormales Feuerzeug nimmst, hier jetzt mit Pizzo-Zündung, ist aber egal, ob Pizzo oder Rädchen, Feuerstein-Rädchen hat, auch damit kriegst du den, wenn du den nur ganz minimal aufdrehst, schon gar nicht angezündet. Ne? Keine Chance. Man soll dann von unten kommen und da von unten durch so eine Öffnung arbeiten. Aber das Einzige, was man dann kriegt, sind auch so kurze Gasverpuffungen und das war's. Uah. So, wo ist der Fehler? Wieso kann man diesen Kocher nicht anzünden? Ist der kaputt? Ist der scheiße? Nee, man muss einfach nur wissen, wie es geht. Und es ist zugegebenermaßen ein ganz kleines bisschen umständlich. Aber nachdem ich das gelesen hatte, leider steht es nicht in der Gebrauchsanweisung, das wäre noch ein Hinweis, den man da hinzufügen könnte. Ich habe es im Internet dann relativ, noch bevor ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich es im Internet entsprechend gelesen. Das erste, was ich gemacht habe, war lesen. Na, ich bin halt Wissenschaftler, ich muss als erstes gleich mal die Literatur abfragen. jedenfalls, wenn man ihn mehr als nur ein bisschen aufdreht, so mittel, tada, dann lässt er sich auch problemlos anzünden. Dann ist überhaupt keine Schwierigkeit. Das Doofe ist halt nur, dass diese Düse relativ viel Raum erstmal. Sekunde. Jetzt hier. Ihr habt da unter diesem Deckelchen, wo ist das Werkzeug? Da ist das Werkzeug. Nein, doch nicht Eis. Ja, ihr habt da relativ viel Raum in dem Kocher, schlicht und ergreifend. Ne? Und dieser viele Raum, der muss sich ja erstmal mit Gas füllen, damit man das Gas überhaupt angezündet bekommt. Beziehungsweise durch die vielen Öffnungen von dem vielen Raum entweicht ja das Gas, sobald es aus dieser winzig kleinen Düse hier in der Mitte von der Schraube ausweicht, es entweicht ja sofort in alle Richtungen. Das Gas sammelt sich also nicht an irgendeinem zentralen Punkt, wo es sich gut entzünden ließe. Deswegen muss man einfach ein bisschen mehr Gas raus entweichen lassen, dann kann man es auch anzünden. Mit minimalen Mengen funktioniert es einfach nicht. Das langt schlicht und ergreifend nicht.
das ist auch schon die Physik dahinter. Und das muss man wissen. Und sobald man das weiß, gibt es da meiner Meinung nach auch überhaupt keine Probleme. Nur wissen muss man das halt. Und das nächste, was eben zur Anzündbarkeit mit Gas diskutiert wurde, ist, dass es mit dem stinknormalen Feuerzeug gar nicht geht und man zwingend ein Jetflame-Feuerzeug braucht. Weil leider, das halte ich auch für ein bisschen nicht so praktisch, empfehlen sie eben in der Gebrauchsanweisung, man soll sich ein Optimus Gasfeuerzeug, Jetflame-Feuerzeug, Döns kaufen, damit man mit dem Kocher besonders gut anzünden kann. Hat man begriffen, dass man ihn einfach gut aufdrehen muss, dann kann man auch von unten allerdings stinknormales Feuerzeug nehmen. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter. Das kann einen Moment dauern, bis man es dann wirklich am Brennen hat. Und die Leistung mit Gas, das ist alles in Ordnung. Aber da gibt es tatsächlich dann sicher bessere Gas-Only-Lösungen. Die können dafür aber nicht noch Benzin, Diesel, Petroleum, Kerosin und das sind so die Hauptbrennstoffe eben entsprechend auch noch verheizen. Aber ich glaube, die richtige Performance und die besseren Kocheigenschaften, besseren Arbeitsleistungen und so weiter und so fort hat er schon im Benzinbetrieb. Also da war ich so begeistert von dem Ding im Benzinbetrieb, gerade eben in Kombination, im Vergleich mit meinem alten. Oh, das ist schon wirklich toll und da blende ich euch jetzt noch ein paar Bildchen zu ein. Kritikpunkte. Ich habe ein ganz paar, weil der Kocher ist so super und ich bin da so begeistert von. Der wird absolut der Kocher für Grönland. Ne? Also absolut, das steht überhaupt völlig außer Frage, welchen Kocher ich jetzt mit nach Grönland nehme, jetzt wo ich das Ding hier habe. Übrigens, dieser Ständer hier für Gaskartuschen, den hatte ich auch noch dazu geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank. Der ist auch total toll und total praktisch und total einfach zu bedienen und vor allen Dingen auch schön leicht und klein verpackbar. Also den kann man wirklich problemlos mitnehmen, wenn man vorhat, mit dem Gaskocher zu arbeiten. Was wiegt der? 50 Gramm? Höchstens. Ne? Also vielleicht braucht man den nicht unbedingt auf Tour mitschleppen, weil man sagt, okay, 50 Gramm sind 50 Gramm. Aber so für den normalen Einsatz, für den normalen Alltagseinsatz, sage ich jetzt mal. Ah, geschafft. So. Paar Kritikpünktchen. Dass man in den Trangia einbauen kann, habe ich gesagt, oder? Ich glaube schon. Wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt. Wie das geht, das machen wir ein andermal. Paar Kritikpünktchen. Nur Kleinigkeiten. Der ist ein großartiger Kocher. Ich freue mich total. Und der wahrscheinlich beste Kocher, den ich habe, damit jetzt. Mit Abstand. Aber, erstens, wenn man den jetzt so in seine Tüte reinpackt, hier ist die Tüte dazu, dann hat man, Moment, ich mach das mal schnell, oder wie auch immer man ihn in seine Tüte einpackt, man hat in jedem Fall das Problem, dass man hier diesen abstehenden Dingerich hat. Das ist eben dieses Ventil, das Verstellventil zur Feinregulierung, das ist halt immer arg abstehend. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das einfach so in den Rucksack schmeiße mit diesem abstehenden Ding, ob ich mir das nicht vielleicht eventuell kaputt machen könnte. Soll heißen, man sollte den Kocher nicht einfach so irgendwie in den Rucksack schmeißen. Gibt Kocher, die können das ab. Der hier, ich weiß nicht, ob er es nicht auch ab kann. Könnte schon sein, dass ihm das einfach schlicht und ergreifend egal ist, weil das alles so robust ist, dass es nichts macht, wenn man das tut. Ne? Ihn einfach so in den Rucksack schmeißen. Aber ja. Übrigens, wenn man einen Benzinbetrieb verwenden möchte, dann ist hier so ein Wattepad drin. Das ist natürlich nicht wirklich Watte. Damit du scharf stellen. Danke. Und
Das saugt sich dann mit Benzin voll zum Vorwärmen. Ich habe das in meinem Kochervideo gezeigt, wie man Benzinkocher anfeuert. Das ist hier nicht anders. Das muss man hier auch so machen. Also man muss den auch vorheizen und eben vorher dieses Pad quasi anzünden. Das kann man natürlich auch austauschen, besagtes Pad. Der komplette Torha lässt sich auch wieder so gut wie vollständig zerlegen. Alle möglichen Teile lassen sich ölen. Die entsprechenden Dichtungsringe lassen sich mit Silikonfett einschmieren. Also auch die Wartung ist hier überhaupt kein Problem. Damit hat man also auch einen Gaskocher, der für die Ewigkeit ist, weil man ihn warten kann. Kann man ja bei Gaskochern normalerweise nicht. Im Gasbetrieb wird das wahrscheinlich sehr gut wie nie möglich, nötig sein, dass man da groß was wartet. Aber es geht trotzdem. Also wirklich ein Kocherchen für die Ewigkeit. Auf der Packung stand auch drauf, Multifuel-Expeditionskocher oder irgendwie sowas. Expeditionskocher definitiv. Ne? Für einen Benzinkocher auch eine gewisse Deppentauglichkeit. Eine gewisse. Ne? Voll Depp sollte man auch nicht sein, aber eine gewisse Deppentauglichkeit auf jeden Fall. Optimus Polaris. Ja, also das Ding hier steht ab. Das ist ein Genörgel auf ganz hohem Niveau, dass mich das ein kleines bisschen stört. Jetzt ist der Akku schnell leer. Muss mal kurz wechseln. So, das war der Akkuwechsel. Das zweite, was mich noch so ein ganz kleines bisschen stört, hier ist eine Tube mit Silikonfett dabei. Das ist an sich ganz nett, aber schaut mal, es sieht so aus, als hätte ich schon die ganze Tube verbraucht, gefühlt. Die war schon so leer, als sie geliefert wurde. Es war halt Luft drin. Ich habe sie aufgemacht und habe ein bisschen drauf rumgedrückt und es kam Luft und Luft und Luft und Luft. Und als sie dann so aussah, mit dem bisschen, was hier vorne jetzt noch drin ist, das ist tatsächlich Inhalt. Also das, so eine Mogelpackung finde ich dann einfach unangemessen zur ansonsten hervorragenden Qualität von diesem ganzen Paket. Auch die Gebrauchsanweisung, ich habe jetzt schon zur Gebrauchsanweisung negative Dinge gesagt, die ist auch gut. Ne? Da stehen vor allen Dingen, das finde ich auch wichtig, zigtausend Sicherheitshinweise, was man alles nicht mit dem Kocher machen soll, drin. Manches wird sicher übertrieben sein, manches, was da drin steht, was man nicht machen soll, werde ich tun. Habe ich auch mit anderen Benzinkochern getan und haben andere Leute mit diesem Kocher auch getan. Die schränken auch die Brennstoffe, die wir verwendet werden, ein. Insbesondere auch die Original Optimus Brennstoffflasche, da steht drauf, dass man kein Benzin reinfüllen soll. Bitte was? Also gerade Reinbenzin nicht. Und auch in der Gebrauchsanweisung sagen sie, nicht Reinbenzin verwenden. Warum sagen sie das? Weil das hochentzündlich ist. Das entzündet sich wegen jedem Scheiß. Das ist also mit der gefährlichste Brennstoff, in Anführungszeichen, mit dem man in diesem Kocher arbeiten kann. Und die wollen einfach aus Sicherheitshinweisen verbieten sie einem deswegen, mit dem Zeug zu arbeiten. Es ist der optimalste Brennstoff, weil der verbrennt relativ rußarm, nicht rußfrei, verbrennt am besten, hat die höchste Leistung, ist einfach in der Anwendung und so weiter und so fort, aber zugegebenerweise ist er etwas gefährlicher als die anderen. Und deswegen, erstens steht da drin, darf man gar nicht verwenden, soll man nicht verwenden. Und zweitens steht auf der Flasche, darf man da nicht reinfüllen. Ist da jetzt aber drin, funktioniert wunderbar. Offiziell, das ist auch sowas, das ist halt doch irreführend, ne? Dass sie unsere Sicherheit am Herzen haben, die guten Optimus-Menschen, von Katadyn ist das, also eine Untergruppe von Katadyn, die Wasserfilterhersteller, ne? Aus der Schweiz. Schon wieder Schweiz. das ist ja eigentlich ganz schön, aber man kann das auch übertreiben. Ja, und dann die Sache mit dieser, das ist so eine Kleinigkeit, aber die nervt mich echt so ein kleines bisschen. Also der Kocher ist großartig, ne? Der Kocher ist absolut toll, wirklich. Aber warum, ne, warum können sie nicht eine volle Tube reinmachen oder gleich so eine kleine Tube, die nur bis hier geht, dass die Tube wenigstens voll ist? Das sind mindestens ein Gramm. Mindestens ein Gramm unnötiges Plastik. Nur damit man groß Optimus draufschreiben kann. Ist aber nicht Optimus. Nein, 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 nein. Das ist eher so Mittelmäßimus. Das Tool hier ist großartig. Das hat noch eine tolle Funktion, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier drin ist auch wieder eine Reinigungsnadel, eine Düsenreinigungsnadel in der Düse selber. Die kann man beim alten Kocher, muss man den schütteln, dann bewegt sich diese Nadel. Und der Kocher geht sauber. Ne? Das kann man hier auch machen. Damit bewegt man die Nadel mit Sicherheit auch. Aber was man auch machen kann, ist dieses Tool nehmen. Und mit dem Tool, indem man hier so ein bisschen rumwedelt, kann man auch die Nadel bewegen. Warum geht das? Na, weil hier ein Magnet eingebaut ist. Aber dass hier auch diesen Nopsel oben drauf, da steckt ein Magnet drin, ein relativ starker. Und damit kann man halt die Reinigungsnadel für die Düse entsprechend eben bewegen. Und das Coole ist, das funktioniert auch, wenn der Kocher brennt.
Könnte sein, dass er dann ausgeht, im Gasbetrieb zumindest. Im Benzinbetrieb geht das nicht so schnell. Aber im Gasbetrieb könnte das passieren. Dafür ist dann die Düse trotzdem wieder etwas sauberer. Sollte man sie so nicht sauber kriegen, dann nimmt man sie halt raus und macht sie anderweitig sauber. Also das ist ja das Schöne eben bei der Wartungsarbeit bei den Dingern. Das war aber nichts Negatives, was auszusetzen hatte. Nochmal eine Kleinigkeit und Gemecker auf sehr hohem Niveau ist halt eben diese Tasche. Die könnte einfach ein bisschen größer sein. Da passt zwar theoretisch die Pumpe rein, da passt auch der Kocher rein, aber es wird dann verdammt eng, wenn man noch die Unterlage reinkriegen will. Die ist übrigens auch gut, da habe ich auch nichts auszusetzen. Und daran habe ich dann wieder was auszusetzen. Wo ist er denn? Ah, da. Der Windschutz. Verarbeitung toll, Qualität gut, aber... Moment. So, ja, so ungefähr. Wenn ich da jetzt einen Topf drauf stelle, dann habe ich wohl einen Windschutz für den Kocher selber. Die Flamme selber, die steht nicht im Wind. Der Topf, den ich draufstelle, der steht voll im Wind. Und wenn das Ding jetzt höher wäre, dann hätte man halt noch einen Kamineffekt am Topf entlang und das würde die Verbrennungseffizienz erheblich verbessern. Deshalb würde ich sagen, der Windschutz hier, der ist nicht zu Ende gedacht. Also da könnte man wirklich effizientere Windschutze verwenden. Es ist bei einem Benzinkocher dahingehend irgendwo nicht so wichtig, einen effizienten Windschutz zu verwenden, weil der, wenn man ihn voll aufdreht, so viel Power hat, dass der Windschutz scheißegal ist. Aber wenn man ihn nicht voll aufdreht und möglichst effizient kochen möchte, im Sinne von brennstoffsparend, dann braucht man einen guten Windschutz. Und das Teil ist für mich völlig ungenügend. Also Qualität gut, Verarbeitung gut und so weiter, aber viel zu niedrig für meinen Geschmack. Aber der Kocher ist großartig. Die Tatsache, dass er rein aus Metall besteht und er ist auch nicht viel schwerer als mein MSR. Also dieser hier, das sind vielleicht 80 Gramm Unterschied oder was, da ich aber schwer davon ausgehe, dass er von der Verbrennungseffizienz, von der Benzinverbrauchs Geschichte her deutlich besser sein wird als der MSR, allein schon, weil er schneller vorheizt, dass er da wirklich noch ein paar Gramm rausholt pro Liter und dann hat er sich die 80 Gramm hat er dann ganz schnell wieder drin. Also da mache ich mir wirklich keine Sorgen und dafür ist der Kocher halt für die Ewigkeit gebaut. So bessere Verarbeitung und robuster geht wirklich nicht mehr. Wüsste ich nicht, was man da sonst noch machen soll. Jo, also. Ich habe meinen Kocher für Grönland und weitere expeditionsartige Touren, bei denen ich nicht genau weiß, welchen Brennstoff ich vor Ort überhaupt kaufen kann, wenn ich dann mit dem Flugzeug lande. Dafür habe ich meinen Kocher jetzt definitiv gefunden. Dieses Ding in dieser Kombination wirklich absolut toll und sollte es aus irgendwelchen Gründen kein Benzin geben, dann hat man halt die Flasche hier als zusätzliche Wasserflasche. Dann wäre ich aber ganz, ganz vorsichtig. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Und die wiegt im leeren Zustand ja auch nicht viel. Also die mag etwas dickwandig sein und ist ein Druckbehälter, aber so schwer sind die auch nicht. Die wiegt, glaube ich, 140 Gramm oder was. Also kann man auch mittragen. Das bringt einen da nicht um. Und sollte es das aus irgendwelchen Gründen nicht geben, kann man auch Gas verwenden oder kippt da halt irgendeine andere brennbare Flüssigkeit eben in diese Flasche rein, ausgenommen Spiritus. So, mehr fällt mir nicht mehr ein, was ich noch an weiterem Lob anzumerken habe. Anwendungsbeispiele habt ihr gesehen. Wirklich, wirklich ein toller Kocher. Ich bin da ganz, ganz glücklich und zufrieden mit. Wünsche euch was. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Also, es ist wirklich Wahnsinn, was du mir da wieder geschenkt hast. Heieieiei. So, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also wirklich nicht. Heieieiei. Evelyn ist inzwischen wirklich schon ein ganz kleines bisschen genervt, weil ich gefühlt jede Woche mit einem neuen Kocher-Setup ankomme und sage, nein, das nehmen wir mit nach Grönland. Nein, ich nehme doch das mit. Lass uns doch lieber das mitnehmen. Aber optimaler als das Ding wird es mit Sicherheit nicht mehr. Also da fällt mir jetzt beim besten Willen nichts ein. Rein theoretisch, nur so als Marktanalyse für die Leute, die es wissen wollen. Es gibt noch einen Titankocher neuerdings. Der ist ziemlich neu. Ähnliche Funktionen wie dieses Ding angeblich, aber halt eben mit Titanmaterial und damit hat er einfach ein geringeres Grundgewicht. Ob der wirklich besser ist, also er hat schon auch einige negative Meinungen bekommen und einige Leute, die sich damit auskennen und das Ding getestet haben, waren da nicht so wirklich glücklich mit. Bei dem Ding ist die einzige negative Sache, die wirklich gravierend ist, in Anführungszeichen, die ich finden konnte, die schwierige Entzündbarkeit mit Gas und der etwas
sagen wir mal, aufwendigere Gasbetrieb, was mich persönlich eben nicht kratzt. Und schwierig entzündbar, oh ja, schlimm. Also dann, man muss halt Erfahrung als Pyromane haben, dann klappt das auch. Also, doch wirklich ein ganz, 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 ganz toller Kocher. Also da habe ich enorm Freude an dem Ding. Habe ich jetzt 17 Mal gesagt, es langt jetzt. Vielen, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.